Irgendwo da links oder rechts da irgendwo. Vielleicht da, da auch oben. Dran. Ich hab's zuerst gesehen. Lol. Wie holen wir die denn runter? Erstmal gehst du hoch, dann gehst du an die Seite, klaust dir eine Bombe und hängst sie an den Schalter. Weil du darauf schießen musst, ist das schon in Ordnung so. Da kommst du. Achso, ich muss erstmal rüber. Ah, man kann so blind sein. So, und jetzt gehst du wieder rüber. Jetzt muss man es nämlich wieder timen, wie man springt. Jetzt schießt du auf den. Auf ich den. Ich dachte schon, das ist weg. Tauschen, gut so. Und noch einmal. Jawoll. Das klappt doch. So Skillet nicht. Nee, so wie du es machen sollst. Ja. Riesiger Schlüssel. Jetzt kann man nämlich in Ebene 3, da wo die Tür verschlossen ist. Das hast du fein gemacht. Muss Danke. Ich ja mal sagen. Hey, 140.000 Gold. Kannst runterspringen, genau. Boom. Ist keine schöne Ansicht, so wenn du nach unten guckst. Ich weiß, aber ist darum so schön anzusehen. Oh, was heißt das denn jetzt? Oh. Oh Gott, die Dinger. Schöne Ansicht auch. Arsch. Nur das Gesicht ist nicht so toll. Nee, das könntest du ja verdecken. Geist, sehr einfallsreich. Ja, anscheinend, dass sie das Viech Banshee nennt, was es ist. Sie hätten es auch Weißbrot nennen können. Ja, wäre genauso intelligent. Nee, wegen SpongeBob. Ja. Ghost and Toast, weißt du? Ja. Bam. Kopf ab. Jetzt sieht es schön aus. Blutet auch so schön Seelen. Natürlich, ist auch ein Geist. Ist auch witzig, dass die Viecher immer mehrere Seelen haben. Ja, die können immer so einen Sprint, das ist echt unschön. Das sind eigentlich dieselben wie in Dark Souls 1. Ja, eine andere Farbe, ein bisschen anderes Layout. Aber es ist halt derselbe. Warum auch nicht? Na komm, Execute. Kein Execute? Ja, dann nicht. Bams. Wer hätte das gedacht? Das gibt's hier immer noch. Horsten so eine Kuh. Streifen wieder mal das Everlord. So, das geht die ganze Aufnahme jetzt so, ne? Jeder hat's gehofft. Na, 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 na. Ich weiß nicht mehr, wie der geht. Ich werde den noch lernen. Das sagen wir als extra Video hoch. Nächstes Mal, wenn ich den kann, werde ich den dann in kompletter Länge singen. Freut euch drauf. Ich mag den. Der ist mitreißend. Am besten verlinken wir auch das echte. Ja. Aber erst zum Ende des Videos, damit man sich auch anhört, was ich zu sagen habe. Oder an irgendeiner Stelle, das sagen wir jetzt noch nicht, damit man sich das auch anhört. Obwohl, das wäre blöd, wenn das weiter vorne wäre, dann kann man es vorher schon machen. Egal, wir werden das schon irgendwie machen. Ja. Einmal dürft ihr es euch, könntet ihr euch wenigstens anhören. Wobei es egal ist, ich habe Views, wenn das angeklickt wird. Nur um den Link zu benutzen, reicht das schon. Was auch immer. Ja, ich rede Bullshit. Kommt mir auch so vor. Das war doch der Abacard. Nö. Nö? Ja, Abacard springt da so hinterher. Ach, der Raum. Da kommt auch gleich noch ein General. Generalstreik? Generalskelett, das mit Schild, mit Schildkrötenpanzerschild. Erstes Mal, ne? Kann sein, ja. Weiß ich nicht mehr. Aber mit Teleportschlag sind die Viecher auch einfach. Ja. Ach so, zum Labyrinth des Seelenlenkers. Man kann da erst hin, wenn man die Seelenteilerfähigkeit hat. Ach stimmt, genau. Das braucht man, um da reinzukommen. Sage ich nur mal dazu, weil ich dachte auch, das kann man früher, oder ich habe es gehofft. Dann stand ich da und habe ein langes Gesicht gemacht. Ja. Ladies, bitte nicht alle auf einmal. Stehen auf dich. Sie fliegen auf dich. Ja, sie stehen ja nicht. Ich würde mal Trank benutzen. Heiltrank. Nur
mal, du nimmst einen Zorntrank, wenn ich sage, nimm einen Heiltrank. Ist ja, klar. Das heil mich doch damit. Das ergibt Sinn. Naja. Gut, jetzt ist auch nur noch eine da, dann geht das vielleicht. Na komm schon. Dass die Scheißviecher auch so widerstandsfähig sein müssen. Und da ist er, ja. Ah, da ist er. Ich dachte, er taucht aus dem Boden auf. Aber vielleicht können die das gar nicht. Ach, der hat sogar eine Glewe. Sieht ja sehr nett aus, finde ich. Ein bisschen wie Pantheon von LOL. Pantheon. Oh. Dong dong. Man kann den so schön leicht ausweichen, wenn den Schild auf den Boden kloppen. Aber die blocken viel. Oh, er brennt, glaube ich. Ach, warum macht das nur 6 Schaden? Weil wir noch total wenig Damage machen, ganz einfach. Etogoth. Mitten im Kampf. Mitten im Kampf. Pausiert ja zum Glück. Wenn man 2 von denen als Gegner hat, ist es schon schwierig, weil die das leider immer so timen, dass die abwechselnd sprinten. Kann man sich nicht so gut drum kümmern, aber naja. Dann hier haben wir noch ein bisschen was kaputt machen. Jo. Boom. Weißt du, wie lange wir schon aufgenommen haben? Heute? Ja. 2,5 Stunden vielleicht. Echt? Ich glaube ja. Da war noch eine Rolle. Ich habe eine Idee, wir gucken einfach mal. 78 Minuten. Also ungefähr 1 Stunde 15 Minuten. Okay, ja gut, die 11 Minuten oder halt noch mehr muss man abziehen. Mit wieder umändern und so. Ja. Das hat man im Video gesehen, was du da, ne? Ja. Hatte ich irgendwas offen? Ja. Na, egal. Pornos alle geschlossen. Passt immer schon. Über Steam lädt. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, was du für einen Schweinkram machst. Los. Gut, Arsche sagt er auch lang. Das Interessante ist, dass er auch im Englischen Dust heißt, was eigentlich Staub ist. Das stimmt. Nur auf Staub wäre irgendwie ein dummer Name für einen Vogel. Ja, naja, nicht, dass Asche besser ist. Ash ist irgendwie blöd. Ja, weil wir ein Pokémon-Trainer. Richtig. Er hat nur keine Cappy auf. Sonst würden die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Wow, man kann die schlagen? Na klar kann man die schlagen, ist schon tot. Die halten nicht viel aus. Können sich auch nicht wehren. Wie auch, sind wir im Käfig. So, hier sind wir doch... wieder im Hauptraum. Nur höher. Ja, jetzt kommt hier... schöne Klettereinlage. Hallo, hoch. Richtig, nee, nicht so hoch. Ich halte den linken Trigger. Ja, das ist irgendwie immer verbuggt ein bisschen, oder? Also... er reagiert nicht schnell genug. Man ist schnell für das Spiel. Richtig. Ist das Ebene 4? Ich weiß nicht. Nee. Ebene 4 wäre wieder zurück. Ja, stimmt. Dann wahrscheinlich Ebene 3. Ich hätte die gar nicht werfen müssen. Stimmt. Ja, was soll's, macht man automatisch. Hallo. Nicht re-perform. Hui. Wer hätte das gedacht? Das gibt's hier immer noch. Meine Güte. Ich mag den Song. Er ist kurz, aber knackig. Ich hasse das Wort knackig. Das klingt immer so nach Bockwürsten. Knackwurst. Und ich hasse Würstchen. Ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, aber... Das war seltsam. Das war knapp. Das war eine beste Abkürzung ever. Los! Ich glaube nicht. Oh, ja, wie auch. Da ist irgendwie nichts unter. Richtig. Ich weiß aber gar nicht, was du damit jetzt machen sollst. Ist das ein der steht auf dem Schalter vielleicht. Schieb den mal zur Seite. Steht doch nicht auf dem Schalter. Ja, mach's trotzdem. Nach links oder rechts. Linker und rechter geht's nicht. Sind fast radikal. Okay, dann kletter halt wieder hoch. Und Teufelsschlinggras. Ja. Dein Kopfhörer drückt. Ich weiß, deswegen trage ich die eigentlich auch in der Regel nicht so oft. Kannst ja abnehmen, du brauchst den Sound ja nicht zwingen. Ich will den aber hören. Ist sonst langweilig. Ich hab's jetzt weggeschoben. Oh, da fällt mir gerade was ein. Apropos Sound. Ich habe die Musik immer ausgedreht, weil ich über Eichhörn selbst Musik höre. Ah. Ich hoffe mal, unser Entertainment war unterhaltsam genug. Natürlich. So, und jetzt können wir das hier auch unterschieben.
weil wir auf magische Weise eine Brücke aus dem Nichts geschaffen haben. Hallo. Ja, du musst kicken. Los. Pushen. Hui. Hast du eins ich hoffe, du hast eins zerquetscht. Das wäre so witzig. Physik. Hallo? Nicht Physik. Der hat ihn blockiert, hast du gesehen? Ah. Mensch, dieser Atomkraftgegner. Die sich angekettet auf Gleise setzen. Genau. Wenn man einfach mit so einem riesigen Schalter vorbeischieben und dann sind wir über Protestanten. Ja, ich habe gerade übrigens wieder eine Zeile aus einem Song zitiert. Schön. Jawohl. Das läuft doch. Nee, es schiebt. Das Spiel, der Spielfluss läuft. Nein, der Spielfluss fließt. Hast du uns den laufenden Fluss gesehen? Ich sollte aufhören, mit dir zu diskutieren. Ich muss in die Mitte stellen, mein Freund. Es ist so. Es schwebt! Stell mal deinen Fuß drunter. Geht nicht. B ihn. Hast du ihn gebackt? Ich hab's kaputt gemacht. Ist so ein Held. Ich stand auf dem Knochenhaufen, deswegen. Schön in die Mitte stellen. Wunderbest. Dann fährt's nach oben. Ja, und jetzt hält. Dann kann es das blockieren. Jetzt hält er das fest. Dann kommt man auf Ebene 2, vermute ich mal. Ja. Da stand eine 2, wahrscheinlich wird das bis zur Ebene 2 dann gehen. Jetzt müssen wir hier nur wieder raus. Andere Seite, nein, da noch nicht. Oder doch? Nicht. Doch. Nee, da meine ich auch nicht. Aber ich meine da genau. Oder geht's da nicht lang? Da waren wir doch eben. Ja, das wusste ich. Gehen wir auf mal hier längs. Okay, ich glaube. Da kommst du nicht hoch. Oh, da kommst du doch hoch. Ich glaube aber nicht, dass du da lang sollst, weil da geht's nicht lang. Ja, glaube ich auch. Vielleicht solltest du mal. War eine dumme Idee von dir. Das war nicht meine Idee, du Penner. So ging's hier irgendwo hoch. Du Kackbuhn. Links oder rechts irgendwo? Da links. Da hoch. Ich glaube, da hier war jetzt bald die Stelle, wo ich rausgeportet bin. Doch nicht da lang. Oder? Wir müssen noch einfach vier. Oder? Nee, ich glaube nämlich nicht. Ja, stimmt. Da war aber noch eine Kiste. Vielleicht musst du nochmal zum Mittelraum. Aber machen wir doch eben. Echt jetzt? Ja, ich weiß nicht. Kannst du noch buzzern? Buzzern? Ebenen verschieben? Da irgendwo hoch. Nee, die Ebenen verschieben Ding ist doch da oben. Ja, das habe ich befürchtet. Hier? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Ah, wir sind im Untergeschoss. Vielleicht kann man hier zurückgehen. Ja, Asche will ja dahin unbedingt. Aber ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Obwohl doch, da kommst du, glaube ich, hoch. An hier war die Seite. Da? Irgendwo muss es. Ja, da geht's hoch. Irgendwie muss es ja hochgehen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Es kann ja nicht sein, dass man rausporten muss. Das muss ja gesagt werden. Eigentlich. Das würde auch gegen jegliche Logik verstoßen. Weil er muss ja irgendwie rausfinden. Den hatten wir schon benutzt. Muss vielleicht doch bei dem da vorne am Anfang des Gangs. Was ist denn da rüber? Hier zum Pfosten. Aha! Siehst du, das habe ich nämlich damals nicht gemacht. Wenn er sich daran festhalten würde, jedenfalls. Mal rüber. So. So. Dann kommen wir wieder nach oben. Sieh. Freunde, ist ja richtig aufregend hier. Muss nur nicht blind sein, dann geht das auch. Ja, ich trage eine Brille. Ich darf blind sein. Mensch, das war ja richtig gut. So, und jetzt können wir auch auf Ebene 2. Beziehungsweise, ich glaube, das sind wir sogar schon. Ja, ich glaube, nee, 3. Dann bitte einmal nach 2. Jetzt hält die Säule das nämlich fest. Genau. Weil eigentlich fällt man ja runter. Der Pharisäer wollte das ja nicht, aber der kann das wohl nicht verhindern. Ja. Die kleine Bitch. Boss-Tür. Boss-Tür? Boss-Tür. Sieht nach Boss-Tür aus. Ja. Ja, das ist auch die Boss-Tür. So, dann kick. Oh, du hast auch 5 Heiltränke, das ist gut. Weil die brauchen wir auch, glaube ich. Ich habe länger gebraucht bei dem. Echt? 2-3 Versuche. Und ich habe auf normal gespielt. Ich erinnere mich gar nicht mehr so wirklich an den Kampf selbst. Ich auch nicht. Ich denke immer an den Seelenlenker.